Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Wochenausblick von DAX Profit. Es tut sich gewaltig was an den Märkten und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Das ist der S&P Future in den letzten 4 Wochen. Sie sehen Kurserholung vom Märztief und die Konsolidierung in den letzten 2 Wochen. Und seit heute früh haben wir einen wunderschönen bullischen Ausbruch aus dieser Konsolidierung über diese Abwärtstrendlinie hinweg gesehen. Und als ich das heute früh abgezeichnet hat, habe ich Ihnen den Kauf der 3 neuen Musterdepot-Positionen empfohlen und habe dann, als sich dieser Ausbruch verfestigt hat und auch im DAX sichtbar war, Ihnen noch den Kauf des DAX-Hebelzertifikats empfohlen. Wenn Sie sich das im Nasdaq-Future mal anschauen, sieht das wesentlich schöner aus, denn hier haben wir wesentlich mehr Auflagepunkte auf diesem Abwärtstrend und das macht diesen Trendbruch wesentlich signifikanter, wesentlich bedeutungsvoller. Und im DAX Future haben wir ähnlich schönen Abwärtstrend gesehen, haben wir auch einen sehr schönen Ausbruch gesehen. Momentan kämpfen wir noch mit dem Vorgängerhoch bei 5.250 Punkten. Ich denke, der Ausbruch steht. Das ist nur noch eine Frage von Stunden, bis wir hier auch noch drüber gehen. Die 7.300 Punkte werden wir wahrscheinlich vor Ostern noch sehen. Dann wird es allerdings zu einer mehrtägigen Konsolidierung kommen, auf hohem Niveau, denke ich. Ähnlich wie hier. Sie sehen das hier. Nach so kräftigen Anstiegen kam es dann immer zu mehrtägigen Konsolidierungen. Das ist übrigens ein 5-Stunden-Chart. Also eine Kerze ist 5 Stunden lang, was ein Viertel Handelstag entspricht beim Future in etwa. Ja, wie gesagt, hier sollte es weitergehen. Der Ausbruch steht, die Trendlinie ist gebrochen. Das war das entscheidende Signal. Die Überwindung dieses Vorgängerhochs ist jetzt nur noch ein untergeordnetes Folgekaufsignal. Schauen wir uns das Ganze mal im Chart vom DAX-Index an. Da sehen Sie, was sich hier getan hat in den letzten 2 Wochen. Wir haben diese bullische Flagge gehabt. Die ist vorgestern, also am Montag, nach unten gebrochen worden, was zunächst ein sehr bärisches Signal war. Wenn solche bullischen Flaggen regelwidrig nach unten gebrochen werden, sind das regelmäßig sehr starke Verkaufssignale. Und hier hätte richtig was passieren können. Ist aber nicht. Wir haben uns gestern entgegen diesem bärischen Signal wieder zurück in die Formation bewegt. Das war allerdings noch nicht sehr überzeugend. Aber wir sind heute mit einer riesigen Kurslücke nach oben ausgebrochen. Und das war das entscheidende Signal für Short-Eindeckung. Ich denke, hier sehen wir eine ganz massive Short-Cover-Rallye in Ausbruch nach oben. Jetzt werden sich immer mehr Anleger finden, die hier rein müssen, die auf eine kleine Konsolidierung warten und dann rein wollen, denn das ist ein Ausbruchssignal mit Kursziel, Mindestkursziel 7.450 Punkte, altes Jahreshoch. Also zusammengefasst, das, was wir hier gesehen haben, ist nichts weiter als eine Bärenfalle gewesen. Das war bis heute früh nicht absehbar. Hier hat wahrscheinlich jeder noch gebangt und gezittert, dass das nicht doch noch nach unten bricht. Heute früh haben wir das gegenteilige Signal gesehen. Der Anstoß kam von den amerikanischen Futures, die nach oben ausgebrochen sind. Das sieht gut aus für die nächsten Tage und vielleicht auch Wochen. Kleine Osterkonsolidierung. Freitag, Montag sind die europäischen Börsen geschlossen. Ich denke, vor den Feiertagen wird es vielleicht noch morgen ein paar kleinere Gewinnmitnahmen geben und dann geht es in der Osterwoche nochmal richtig zur Sache. Dünne Umsätze sind auch gut für steigende Kurse. So, zu den Einzelwerten. Ich habe Ihnen heute nochmal Continental mitgebracht. Wir sind hier ausgestiegen, als wir in diese Formation zurückgefallen sind. Denn das hätte gefährlich werden können, das Ganze hätte eine Bullenfalle sein können. Aber die wurde direkt gefolgt von einer Bärenfalle. Heute sehen wir wieder Ausbruch nach oben mit Kurslücke, lange grüne Tageskerze. Und ganz wichtig, MACD-Indikator kurz davor ein Verkaufssignal zu machen. Deshalb gehe ich davon aus, dass dieser Widerstand bei 65 Euro spätestens in den nächsten Tagen dynamisch geknackt wird. Und dann sehen wir im Laufe der nächsten Wochen Kurse zwischen 75 und 80 Euro.
Also so schnell kann sich das Blatt wenden. Bullenfalle, Bärenfalle, hin und her. Es ist in Seitwärtsbewegungen wie dieser nicht selten, dass es öfter zu Fehlausbrüchen in die eine oder andere Richtung kommt. Nur denke ich, dass es jetzt gut ist mit Fehlausbrüchen und dass wir jetzt nach oben ziehen. Wie gesagt, letzter Widerstand auf dem Weg nach oben, letzter wirklicher ernstzunehmender Widerstand sind die 65 Euro. Wir stehen kurz davor, 1% sind es noch. Mit einem sich vermutlich heute, spätestens morgen noch bildenden Kaufsignal im MACD-Indikator sollte es möglich sein, hier ohne weiteres drüber zu gehen. Und dann sehen wir eine dynamische Anschlussrallye. Ja, also kurz zusammengefasst, es sieht gut aus an den Märkten. Wir sehen Ausbrüche nach oben aus mehrwöchigen Konsolidierungsformationen. Wir haben am Montag eine groß angelegte Bärenfalle gesehen, die sich heute in steigenden Kursen und Short-Einlegungen entlädt. Ich denke, wir sind wunderbar aufgestellt mit dem Depot für die Rallye, die jetzt in den nächsten Tagen in der Osterwoche vielleicht auch darüber hinaus noch kommt. Und ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich für heute von Ihnen und wünsche Ihnen ein schönes Osterfest.